Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heute zeige ich euch den Optifine-Mod für die Minecraft-Version 1.4.6. Ja, Optifine für die 1.4.6. 1.4.6 ist ja noch nicht so alt, erst ein paar Tage. Deswegen, ich stelle den Mod jetzt einfach mal vor. Ist zwar, glaube ich, noch die Pre-Release von der 1.4.6, aber Optifine funktioniert da wunderbar. Halt, Optifine kennt eigentlich jeder. Ihr könnt halt einfach euer... Hä? Lol? Ist das nur ein Junk-Fehler? Ihr könnt halt euer Minecraft damit halt mehr FPS sozusagen zuweisen, indem ihr bestimmte Animationen ausstellt und habt auch eine neue Funktion, zum Beispiel diese Zoom-Funktion hier, die ich auch am Anfang des Videos mit auch genutzt habe. Die finde ich eigentlich ziemlich cool. Man sieht hier auch Connected Texture ist mit drin. Ja, wie ihr diesen Mod halt installiert, zeige ich nach dem Ingame-Part. Drücken wir erstmal Escape, gehen wir auf Optionen und Grafikeinstellungen. Hier können wir halt wie immer schnell schön einstellen. Dann hier kann man das noch genauer einstellen mit, mit der Sichtweite kann man viel besser einstellen, aber ich habe hier nur 20 FPS auf Extreme. Also zeigt ihr mir jetzt zumindest bei Fraps an. Ich mach mal wieder, stelle ich mal wieder um. Ich finde das eigentlich ziemlich gut, dass man das so genau umstellen kann. Dann kann man halt, das war ja auch schon vorher, hier Performance, Max FPS, man kann aber auch wenig FPS, sagen wir mal so. Dann habe ich 30 FPS, sind jetzt aber auch durch, jetzt auf einmal zwei, hä? Durch, bisschen durch Fraps ein bisschen festgehalten, sozusagen so. Ah, wie soll ich es nennen? Also, ist jetzt ein bisschen blockiert, sagen wir so. Dann Grafikeinstellungen, was gibt's noch? Wenn ich das jetzt einfach mal hochstelle, dann merkt man, das sind auf jeden Fall mehr. Gut, dann, was gibt es noch? Oh, das deutet ziemlich lange. Okay, jetzt hängt das gerade irgendwie voll. So, jetzt ist es weg. Dann könnt ihr noch die Gehbewegung ausstellen. Auf jeden Fall kann man sehen, wenn man diese Gehbewegung ausstellt, dass, dass der Arm nicht mehr so bewegt, sich nicht mehr bewegt. Finde ich persönlich eigentlich nicht so schick. Ich glaube, ja. Egal. Ich mache die wieder an. Hier, ein weiteres OpenGL. Oder OpenGL. OpenGL ist, glaube ich, hat was mit der Grafikkarte zu tun. Es gibt ja irgendwie was von 3,5 oder sowas. Ist, glaube ich, schon sehr gut oder so. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Deswegen weiß ich nicht. Kann man hier noch Chunk Loading, Smooth und Multicore Default einstellen. Multicore, wie das steht, dreimal schneller. Halt, braucht er natürlich auch mehr Arbeitsspeicher, besseren Prozessor und sonst was. Fork könnt ihr fast einstellen oder auch off. Fork Start, ja, wann der beginnt, ab welcher Höhe, denke ich mir mal. Fork Starts, achso. Okay, auf welcher Distanz, okay, gut. Dann kann man Details, kann man Wolken, halt auf Fancy, off, auf Fast. Ich lasse es einfach mal auf Default. Das weiß ich nicht, was das heißt. Vielleicht ist das die durchsichtig, also die transparent. Also die transparent. Ja, ich glaube schon, dass wie transparent sie sind. Trees, Default, Fast, Fancy. Ich schaue mal, ob ich jetzt einen Unterschied finde. Wenn ich jetzt mal zu einem Baum gehe. So, schauen wir uns den mal an. So sieht er aus. Grafikeinstellungen, Details. Und gehen auf Trees. Fancy. Achso, ja, okay. Das ist das Laub. Das ist so ein bisschen durchsichtiger, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, wer es braucht. Oh, ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Schauen wir nochmal auf Default. Schauen wir nochmal nach. Ja, das ist die Durchsichtigkeit. Gut. Dann Details nochmal. Water, Default, Fast, Fancy. Ja, das dauert bei mir irgendwie manchmal mit dem Laden so. Das Wasser finde ich echt schön, wenn man das so einstellt. Also, wirklich echt nice. Wow, so. Also, ich mag das Wasser so wirklich.
Ja, gut. Okay, das war jetzt ein Chunk-Fail. Was gibt's noch? Grafikeinstellungen, Details. Machen wir aber erstmal Water wieder auf Default. Dann gibt's noch Grass. Gibt's nochmal Fancy. Mit dem Gras hat es was anderes auf sich. Okay, das war jetzt unter einer anderen Einstellung. Da gibt's nämlich noch eine andere Graseinstellungen. Ja, Stars kann man einstellen und so. Rain, Snow, Default, Fast, Fancy oder Off. Gehen wir mal auf, ja, bleiben wir mal auf Default, könnt ihr euch anschauen. Sky Off, das sieht richtig kack aus, finde ich. Also, sieht einfach irgendwie scheiß aus, finde ich. Keine Ahnung warum, oh. Ist nicht so mein Geschmack, wo war es jetzt? So finde ich schöneres Blau. Stars on, Sun and Moon könnt ihr an- und ausstellen, ob es Tag und Nacht wird. Show Capes. Capes. Umhänge? Aha, okay, ja. Und hier noch dann die Tool, wenn man jetzt, sag ich jetzt mal, ein Item in der Hand hält, wie man das sieht, Grasblock steht da, geht wieder weg. Und ob man das halt ausstellen möchte, kann man da auch bestimmen. Dann kann man auf Quality, kann man Minimap, Level kann man noch ein bisschen was einstellen, damit habe ich mich jetzt nicht wirklich befasst. Hier nochmal das gleiche. Clear Water kann man zum Beispiel auch noch einstellen. Zum Beispiel mit Details. Water, Fancy. So, jetzt habe ich hier wieder so einen Chunk-Load-Fehler, keine Ahnung, wie man das nennt. Ja, sieht doch schon mal ein bisschen besser aus, ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, aber ich finde schon, dass es so ein bisschen schöner ist. Dann kann man unter Quality noch einstellen, Random Mobs. Was es genau heißt, hier steht jetzt Random Mobs User Used. Random Textures for the Game Creatures. Also, ich habe da jetzt, habe ich schon ausprobiert, irgendwie bei mir die immer gleiche oder ich habe es einfach falsch verstanden. Better Grass, das ist wieder was Neues. Wenn man sich jetzt einfach mal das normale Gras anschaut, so. Da finde ich das auf jeden Fall besser, wenn man das jetzt umstellt. Und zwar sieht das... Oh, nein, machen wir wieder auf. Better Grass finde ich so geil. Tut mir leid, wenn das jetzt von... So, tut mir leid, das war jetzt ein Skype-Anruf. Ja. Auf jeden Fall... sieht das viel besser aus, als hier kann man es ja sehen. Also es sieht viel geiler aus, finde ich. Also es ist hier so rundum, wenn ich jetzt was mal wieder umstelle, einfach mal auf Quality, Better Grass Off, dann ist es wieder so und das sieht einfach kacke aus, finde ich. Ja, unter Quality gibt es noch halt Better Snow, Custom Fonts, Custom Color, damit habe ich mich jetzt nicht unbedingt befasst. Dann Natural Textures kann man an- und ausstellen. Ja, wieder mein Skype. Und man kann Connected Textures, genau, da gehe ich eben mal eben wieder zum Glas. Habe ich schon am Anfang des Videos gesagt, Connected Textures, das ist das hier mit dem Glas. Das ist am Anfang von Anfang an, wenn man halt Optifine installiert. Ich finde es super geil, sieht richtig cool aus. Aber wenn man es nicht haben möchte, kann man jetzt wieder in die Grafikoption Quality und kann unter Connected Textures kann man es aus oder auf Fast Fancy einstellen. Halt, wer es aushaben möchte, kann es wieder so haben. Ich finde es so hässlich, aber ist ja Geschmackssache, also jedem das eine. So, dann gehen wir wieder auf Grafikeinstellungen. Quality ist nichts mehr Besonderes gewesen. Animations, Water Animation, das könnt ihr alles ausstellen. Dann habt ihr, sieht es zwar nicht mehr so schick aus, aber dann habt ihr halt mehr FPS, wenn ihr nicht so einen guten Computer habt. Ja, Load Far und sowas, damit habe ich mich jetzt nicht befasst. Das lasse ich auch einfach. Texture Packs könnt ihr mit einem Texture Pack halt wechseln. Das geht halt über Optifine. Aber könnt ihr dann hier noch, ob das Wetter an und aus ist, Vollbild an und aus, Time, Default, Day Only, das geht auch, ja, Fullscreen Mode, Server Texturen an, Autosave 3 Minuten, ihr könnt auch 2 Minuten einstellen, 2 Sekunden, okay, Reset Video Settings könnt ihr dann auch drücken, falls ihr die alten Einstellungen wieder haben wollt, ja, dann kann man hier noch mehr Spieler, also das war ja schon da. Ja, das war's dann eigentlich schon von diesem Mod. Also ich finde diesen Mod einfach sehr, sehr hilfreich.
Ja, weil er halt vielen ermöglicht, Minecraft besser zu spielen und weil er halt einfach viele, okay, nicht viele, aber weil er halt neue gute Funktionen, einmal diese Zoom-Funktion, die Connected Textures-Funktion und halt mit dem Gras und so, das macht Minecraft einfach viel schöner, finde ich. Deswegen mag ich diesen Mod und deswegen habe ich diesen Mod auch vorgestellt. Und wenn der Mod euch auch so gefällt wie mir, dann bleibt jetzt dran, denn ich zeige euch dann jetzt auf dem Desktop die Installation. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder auf dem Desktop zur Installation des Mods Optifine. Ja, ihr braucht nur diese eine Datei. Was ich vergessen habe zu sagen, ihr könnt Optifine auch als Mac-Patcher sozusagen nutzen. Also, ja, bei 64x64 Texture Packs zum Beispiel. Ja, ihr geht einfach auf den Link, den ich wie immer in die Beschreibung setzen werde und klickt dann einfach hier unten auf Download. Dann öffnet ihr einfach mit Start R das Fenster Ausführung und gebt dort Prozent, App Data Prozent ein. Drückt auf OK, geht in den Punkt Minecraft Ordner, dann in den Bin-Ordner und macht einen Rechtsklick auf eure Minecraft Jar, öffnet mit WinRAR Archiver. Als erstes müsst ihr natürlich wie immer den mit der Info-Ordner suchen und diesen löschen. Das habe ich schon getan. Dann geht ihr in den Optifine, in die ZIP-Datei, nehmt einfach alle Dateien und zieht sie einfach in eure Minecraft Jar, drückt auf OK und schon ist der Mod installiert. War wohl nicht schwer. Ja, bei Fragen einfach wie immer in die Kommentare schreiben. Also ich finde diesen Mod einfach richtig, richtig, richtig gut und nützlich auch. Ja, warum habe ich auch schon gesagt. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao Leute.